Weltklasse-Schlagzeuger wie Steve Smith spielen Sonor-Drums. Wer weiß aber, wie solche Spitzenschlagzeuge produziert werden? Die Geschichte von Sonor ist die Geschichte der Familie Link. Sie begann im Jahre 1875, als Johannes Link, der gelernte Schreiner und Weißgerber, in Weißenfels an der Saale eine kleine Werkstatt für Schlaginstrumente und Trommelfälle einrichtete. Um die Jahrhundertwende bereits produzierten 53 Mitarbeiter Pauken, Konzerttrommeln, Xylophone, Becken und andere Perkussionsinstrumente. Der Sohn von Johannes Link, Konsul Otto Link, führte Sonor durch den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise. Unter seiner Leitung entwickelte sich Sonor zum größten Hersteller von Schlaginstrumenten in Europa. Ein Film aus dem Jahre 1930 zeigt die Produktion in Weißenfels. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die in Ostdeutschland gelegene Fabrik enteignet. Otto Link und seinem Sohn Horst gelang eine dramatische Flucht in den Westen, wo sie unter schwierigsten Bedingungen mit dem Neuaufbau begannen. In den 50er Jahren spielten wieder Spitzendrummer wie Kenny Clarke, Roy Haynes oder Connie Kay und andere Sonor-Drums. Ihr Sound prägte nicht nur die Entwicklung des Jazz, sondern auch die des Schlagzeugs. Will Calhoun von Living Color. You know, the history of the company really surprised me that you guys are making drums for so long. Also, there's pictures on the wall of different jazz cats, some of my heroes, playing sonar drums in the 50s, and I was really surprised. I never knew that. Mit der Musik entwickelte sich auch Sonor weiter. Nicht nur das Logo änderte sich. Neue Konstruktionsideen und eine ganze Reihe eigener Entwicklungen dokumentieren den Aufstieg von Sonor. Seit der Highlight-Serie Force 3000 und Signature ist Sonor weltweit der Maßstab für Qualität im Schlagzeugbau. Motorhead in Konzert. Namhafte Drummer spielen Sonor in der ganzen Welt. Heavy Metal, Fusion oder Jazz, Sonor-Drums sind vielseitig. Das Top-Drum der 80er Jahre war die Signature-Serie, auf die Sonor eine exklusive Garantie von 10 Jahren gibt. Cindy Blackman spielt ein solches Set. I like to experiment and I like to know that I'm getting the absolute best that thing that I can find, because I'm really a fanatic about the sound of my drums. So when I came to the factory, the one that I came up with for my taste was the Signature Kit. I thought it sounded incredible then, and when I got it for Christmas, it sounded just as incredible. It's hard to find a drum that really sounds like that, you know, and I was ecstatic when when I played the drums and I said, oh, that's it. I want that drum. Signature und alle anderen Drumserien werden heute bei Sonor in Aue hergestellt, im idyllischen Wittgensteiner Land. 185 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die Produktion gliedert sich in Holz- und Metallbearbeitung, diverse Werkstätten und die Endmontage.
Hardware, Snare-Drum-Kessel und alle Metallteile werden in der eigenen Putzerei und Galvanik bearbeitet. Trommelkessel für Sonordrums werden im Kesselbau gefertigt. Ein wichtiger Bestandteil der Sonorproduktion sind Schlaginstrumente für Orff, Schulmusik und Therapie oder Freizeit, wie zum Beispiel Xylophone, Marimbas, Glockenspiele und viele andere Perkussionsinstrumente. Konzert und Marching Percussion gehören zum umfassenden Sonorprogramm. Die Rohmaterialien für die Metallteile der Instrumente lagern im Metalllager, die für den Kesselbau im Holzlager. Im Holzlager wird immer eine konstante Temperatur und Feuchtigkeit eingehalten. In einem aufwendigen Verfahren werden alle Hölzer gleichmäßig getrocknet. Alle Hölzer, Birke, Buche, Ahorn und Pappel, ebenso wie skandinavische Birke, Makassar und Vogelaugenahorn, bezieht Sonor von Importeuren und Lieferanten, die sich in der Stiftung Walderhaltung zusammengeschlossen haben. Diese Stiftung garantiert, dass die Hölzer nur aus Baumbeständen stammen, die ständig wieder aufgeforstet werden. Die Herstellung der Furniere ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Sonorfurniere, wie hier das Bubinga, werden von Hand symmetrisch zusammengelegt, mit einem dünnen Spezialfaden vernäht und dann verleimt. So lässt sich bei jeder Kesseltiefe eine perfekte, durchgehende Maserung erzielen. Ist das Furnier mit einem Trägerholz ganzflächig verleimt, wird es zwischengelagert. Jede Furnierart wird auf solch präzise und sorgfältige Weise verarbeitet. Hier sehen wir, wie ein Maple-Kessel produziert wird. In der Holzwerkstatt wird das Ahornholz auf die jeweilige Kesseltiefe zugeschnitten und dann im Kesselbau weiter verarbeitet. Der Maple-Kessel wird aus drei Platten zusammengesetzt. Jede davon besteht aus drei Einzelschichten. Die hohe Festigkeit des insgesamt neunschichtigen Kessels wird durch die unterschiedlichen Schnittwinkel der Platten gewährleistet. Die innere Platte wird schrägwinklig, die mittlere gerade zugeschnitten. Die Naht der äußeren Platte schneidet der Kesselbauer im Wellenprofil aus, sodass die Wellen verzahnt ineinander greifen. Durch diese Verzahnung vergrößert sich die Klebefläche der Schnittkanten. Nach sonoreigenem Verfahren wird auch der Spezialklebstoff hergestellt, mit dem nun die Holzplatten verleimt werden. In einem Ofen, der genau den Innendurchmesser der jeweiligen Kessel hat, werden die Platten zu einer festen Einheit geformt. Dies geschieht bei einer Temperatur von 90 bis 120 Grad Celsius. Nach 5 bis 10 Minuten, abhängig von der Dicke, können die Kessel den Ofen verlassen. Diese sonoreigene Entwicklung macht es möglich, sogar extrem dünne Kessel ohne klanghemmende Verstärkungsreifen im Kesselinnern zu bauen. Die Ränder des verleimten Kessels werden exakt auf die richtige Länge geschnitten. Auf dem planen Metallblock der Fräse werden sie dann in einem konstanten Winkel von 45 Grad angeschrägt. Danach folgt der Feinschliff und eine sorgfältige Endkontrolle jedes einzelnen Kessels. Force 1000 Kessel werden in dem gleichen Verfahren jedoch aus Pappelholz gefertigt, das mit einer Farbfolie verklebt wird. Sowohl Folie als auch Holzkessel werden ganzflächig mit Klebstoff beschichtet und dann in einer Presse druckverleimt. Auch die Foliennaht wird pressverleimt. So können sich keine Luftblasen bilden. Bei dieser Methode ist die Folienhaftung wesentlich größer als bei Verfahren anderer Hersteller. Kessel, die eine Farblackierung bekommen, erhalten zunächst nach einer Pressluftreinigung eine Klarlackversiegelung im Innern. Bei Kesseln mit Lackfinish wird außen nach kurzem Anschliff eine Polyestergrundierung aufgetragen. Die Grundierung wird dann von Hand feingeschliffen.
Hier liegt der Schwerpunkt auf handwerklicher Präzision. Abschließend erfolgt die Endkontrolle des Kessels. In der Spritzkabine der Lackiererei wird der Kessel zunächst vom computergesteuerten Spritzroboter mit hoher Wechselspannung ionisiert, damit sich keine Staubteilchen ablagern können. Anschließend wird er in zwei Schichten spritzlackiert. Die Steuerung übernimmt wiederum ein Computer. Dabei werden besonders farbechte, rückstandsarme Lacke verwendet. Edelholzfurniere werden mit Klarlack versiegelt, der die Maserung des Holzes besonders zur Geltung bringt. Für das Trocknen der Lacke hat Sonur das Verfahren der Rotationstrocknung entwickelt. Durch langsames Rotieren glättet sich der Lack, sodass sich keine Lacktropfen bilden können und die Lackierung besonders gleichmäßig wird. Eine abschließende Politur bringt den vollen Glanz. Ist die Lackierung abgeschlossen, können als nächstes die Bohrungen für die Kesselhalterungen gemacht werden. Für die TomToms werden die Bohrungen in genauem Abstand zueinander synchron gesteuert. Das übernimmt eine computergesteuerte Bohr- und Fräsmaschine, die speziell für Sonur entwickelt wurde und auf 1/10 Millimeter genau arbeitet. Bei der Endmontage eines Naturholzkessels erkennt man gut die schwarzen Gummiisolatoren des Advanced Projection Systems, kurz APS, das alle Metallteile vom Kessel isoliert und so verhindert, dass die Vibrationen des Fells von den Resonanzen der TomTom- und FloorTom-Aufhängungen absorbiert werden. Sonur-Spannreifen werden aus einem Metallstück kalt tiefgezogen. Dieses Verfahren macht sie besonders stabil und schwingungsneutral. Sonur-eigene Produktionstechnik wird auch bei der Kesselherstellung von Metallsnares eingesetzt. Die Metallsnare-Drums werden bei Sonur nicht wie bei anderen Herstellern üblich mittelnaht verschweißt, sondern aus einer Scheibe Ferromanganstahl tiefgezogen. Der so entstandene Snare-Drum-Kessel hat keine Unterbrechungen im Schwingungsverlauf des Metallkörpers, wie es bei Schweißnähten der Fall wäre, und besitzt dadurch einen unverfälschten, reinen Klangcharakter. Ist der Kesselrand zugeschnitten, wird er in einem Winkel von exakt 45 Grad umgebördelt. Die Mittelfalz wird auf einer anderen Maschine eingearbeitet. Als nächstes werden die Löcher für alle Beschlagteile eingestanzt. Die Kessel werden in der Putzerei entgratet und poliert und sind dann für den nächsten Arbeitsschritt, die Galvanisierung, vorbereitet. In 23 Arbeitsgängen wird jeder Kessel dreifach galvanisiert, verkupfert, vernickelt und verchromt. Nach verschiedenen Entfettungsstufen und einer Ultraschallreinigung wird der Kessel in 10 bis 20 Minuten verkupfert. Der kupferte Kessel wird von Hand gereinigt und poliert, damit sich die Poren der Kupferschicht schließen. Nach weiteren Entfettungs- und Reinigungsgängen wird der Kessel für 10 bis 20 Minuten ins Nickelbad getaucht. Die endgültige Verchromung erhält der Kessel in einem 5-minütigen Chrombad, dessen Rückstände sorgfältig in 2 Reinigungsgängen abgespült werden. Den verchromten Kessel lässt man im Ofen trocknen und schließt damit den Galvanisierungsprozess ab. Die Galvanikabteilung muss wegen der anfallenden Säuren und Schwermetalle hohen Umweltauflagen gerecht werden. Nach mehrstufiger Filterung der Abwässer liegt der Schwermetallgehalt unter der Nachweisgrenze, wie dieser Reagenztest zeigt. Die Giftstoffe werden nach Durchlaufen des Klärbeckens in einer Trockenbatterie gesammelt und entsorgt. Das Kreislaufprinzip sorgt für einen schonenden Umgang mit der Ressource Wasser. Auf diese Weise trägt Sonur dazu bei, dass in den nahegelegenen Gewässern bedenkenlos geangelt werden kann. Nach der Galvanisierung wird der Snare-Kessel erneut poliert. In der Endmontage wird er fertiggestellt.
Das Schwergewicht der Sonor-Produktpalette ist die Bronze Snare der Signature-Serie. Der 15 Kilogramm schwere Kessel aus Glockengussbronze erzeugt eine enorme Klangprojektion und Fülle. Ob Bronze oder Chromsnare, in der Endabnahme wird jede Trommel einzeln gestimmt. Danach wird noch einmal die optische und akustische Qualität jedes einzelnen Bauteils überprüft. Cindy Blackman hierzu: I could hear even then that they had a great resonance and a great response, and that's to me is what I'm looking for, because I like in a drum, I like a lot of warmth, I like depth, I like resonance. But I like control. I don't like it to ring and be wild. I like control so that when I'm hitting the drum, it sounds like a note. And that makes me play more musically. Die Herstellung eigener Trommelfelle hat bei Sonor lange Tradition. Im Stammwerk wurden früher nur Naturfelle verwendet, die in der eigenen Fellabteilung hergestellt wurden. Von Sonor neu entwickelte Technologien führten zu einer fast ausschließlichen Verwendung von Kunststofffolien. Bevor die Folie aufgespannt werden kann, müssen zunächst die Profilreifen zugeschnitten und die Kunststofffelle in einer Presse bei 125 Grad gespannt und vorgeformt werden. Sonors Methode der Fellherstellung unterscheidet sich von den konventionellen Methoden durch höhere Lebensdauer und größere Belastbarkeit. Üblicherweise wird der Fellrand mit der Profilschiene des Aluminiumreifens verklebt. Sonor verwendet ein anderes Verfahren. Der Reifen wird in einen Profilmantel eingelegt. Ein Profilkern hält mit seinen Rillen das Fell fest, sodass es in seiner Spannung nicht ausreißen kann. Dann presst die Maschine mit gleichmäßigem Druck den Profilkern in den Mantel. Danach wird der Profilreifen umgebördelt, eine Technik, die das Fell optimal vor dem Ausreißen schützt. Wie das Fell nachbehandelt wird, ist ein wohlgehütetes Geheimnis von Sonor. Living Color in Concert. Feel like Jack will sound like my kid, or Jeff Watts will sound like, you know, or Will Kennedy. I think everybody has their own sound on the Sonor drums. That's the most important thing in being a musician, is having your identity, is having your sound. I think Sonor drums allows you to have that, you know, whether you're getting Maple Kit or Birch Kit or Force 3000 or Highlight or Signature Series, all of the series I think allow you to create your own identity. And that's like my biggest goal in my musical career, is to have a voice on the drum set. In Sonors Ständerbau werden alle Hardware-Komponenten bearbeitet und montiert. Für die gesamte Hardware verwendet Sonor Vollnieten aus Edelstahl und nicht, wie üblich, Halbhohlnieten oder Hohlnieten. Die Edelstahl-Vollnieten sind besonders wichtig für die Verbindung von Fußtritt und Hackenlager, wie hier bei der Pedalfußmaschine. In einem Dauertest wird die Belastbarkeit der Fußmaschinen geprüft. Auch bei der Ständermontage werden Sonors Edelstahl-Vollnieten verwendet. Die Becken-, Tom- und Snare-Ständermontage endet mit einer genauen Kontrolle. The quality of the drums is by far the best drums that I have played, and I think that's available on the market today. The sound of the drums is always a great sound, and the feeling of the drums and the cymbals mounted on the hardware is a very secure feeling and really helps me to be able to find freedom
on the instrument itself. Im großen Fertigungslager warten Sonordrums, Hardware und Accessoires auf die Versendung. Dies Fertigwaren- und Ersatzteillager ermöglicht es Sonor, einen besonderen Service zu bieten. Sonors 24-Stunden-Service erledigt in kürzester Zeit Ersatzteilsendungen und garantiert die Erledigung der meisten Reparaturen und Serviceleistungen innerhalb von 24 Stunden. Die Ersatzteile werden schnellstmöglich, zum Beispiel per Luftfracht, verschickt. Vom Versand aus gehen Sonor-Instrumente in alle Teile der Welt. Seit den 50ern bestimmen die Musiker die Entwicklung neuer Schlagzeuglinien mit, auch was Konstruktionsdetails betrifft. Adam Nussbaum erzählt über die Entwicklung der Highlight Nussbaum-Serie. So I said to Sonor, you know, these drums are great, but I would really love to see some just traditional size drums. I want something brand new, like my old stuff. So they made me this set of drums and I'm very happy with them. And out of this whole process, this new line developed. So I'm very glad about what's happened, and I hope other people will be able to enjoy them also. They sound great. Wie viele Ideen einfließen und wie Profimusiker auch die Entwicklung des Designs beeinflussen, sieht man an der neuen Designer-Serie. Adam Nussbaums Vorschläge für ein neues Drumset waren: I would just like to see continued development as far as creating resonance isolation, creating the ability for a drummer to have flexibility in what he wants to have. Sonors Antwort darauf ist die Designer-Serie. Adam hat den Prototyp getestet und sagt über den Sound: They really resonate very freely and they have a very open sound and I like that. Dieser Sound wird von Sonors Total Acoustic Resonance System geprägt, denn alle Befestigungen werden nur außen montiert, sodass es keine störenden Halterungen im Kesselinnern mehr gibt. I believe that the freer the drum is to resonate, the more open it's going to sound and the better it's going to sound. I think that, you know, having a tom freely mounted is going to allow a lot more potential. An den Computern der Designer entstehen die Konstruktionsdetails neuer Drumserien. Viel Entwicklungsarbeit steckt in neuen Details, wie dem Total Acoustic Resonance System, das die Feinstimmung des Systems ermöglicht. Die Vier-Segment-Kugelklemmung eröffnet neue Einstellmöglichkeiten der Toms. It's fantastic. It seems infinite. And that's pretty incredible. Wie auch bei früheren Schlagzeugentwicklungen wertet das Forschungslabor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig die akustischen Messungen aus. It's totally different. I've never seen a design like that ever. And the design looks great, which is certainly a you have to have that, but it's also practical and it's easy to use. Eine Besonderheit der Designer-Serie ist die Vielzahl der unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von Kesseltypen, Holzarten, Farben und Beschlagteilen. I mean, the look is third on the list. I would say that the sound and the feel and the look, but all of them are important. When you have those basic things together,
You have a great drum. Die Designer-Serie und alle anderen Serien sind weltweit im autorisierten Fachhandel erhältlich.